Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin heute nicht alleine hier, meine Freunde. Ich habe die Fortnite-Legende ausgebuddelt. Der Typ, der seinen eigenen Skin in Fortnite bekommen hat, Mr. Kürbismann. Kürbiskopf. Paluten ist mit am Start. Was geht? Danke, meine Damen und Herren. Ich habe tatsächlich, das ist mein erstes Game in der Season 7. Das ist stark, das ist stark. Das wird auch ein direkter Win, das verspreche ich dir. Ich muss an der Stelle aber nochmal ganz kurz hier in den Itemshop, meine Freunde, und den Chaos-Skin kaufen. Natürlich mit diesem Kauf unterstützt du Revenzeit, ist ja klar. Ne? Nutzt meinen Code, Leute, weil es ja Januar ist. Wie ist dein Code? Revenzeit und es schneit ja auch draußen und es ist kalt und ich brauche Feuerholz. Also nutzt meinen Code, Leute. Skins in mein Leben, ich habe ja nicht mehr, was soll ich sagen, ne? So, keine Ahnung, mein Leben dreht sich um Fortnite und das war's. Und du hast doch noch Jody. Ja, aber ich habe jetzt einen Skin gefunden, der ähnlich aussieht wie Jody, also von daher kann ich jetzt auch mittlerweile darauf verzichten. Also, ich gucke immer gerne deine Instagram-Stories auf Toilette. Ja? Ja. Das freut mich. Achso, wenn ich auf Toilette bin, oder? Das mache ich eigentlich von allen YouTubern immer. Holst also du dann quasi alles nochmal nach, oder wie? Wenn ich dann morgens da sitze, meine Dreiviertelstunde auf Toilette, dann ziehe ich mir das ganz gerne mal rein. Wieso wäre ich hier beschossen? Alter, das geht. Chill doch mal, was ist los? Was habe ich euch denn getan? Jo, zwei Leute stehen hier direkt vor mir und ballern mir volle Kanne ins Gesicht. Warte, ich komme. Was ist denn? Die eine droht mir. Was ist los? Komm, wir gehen nach Pleasant Park hier. Der Schnee schmilzt, siehst du das? Ja. Leider nicht in Köln, weil in Köln ist alles zugeschneit und extrem eklig. Ja, das finde ich krass. In München ist eigentlich der ganze Schnee so gut wie weg. Komplett clean, sagst du? Ja, nicht komplett. Aber vieles ist einfach schon, ja, also das ist weg. Ich gehe am Wochenende rodeln. Echt jetzt? Boah, da hätte ich auch noch Bock drauf, Alter. Rodeln ist eine geile Geschichte. Es ist einfach geil. So, komm mal, kommst du genau zu dem Marker hin, wo ich markiert habe? Ja, klar, ne? Easy. Alter, da wird jetzt eine 20-Bomb hier. Let's go. 20 Kills, easy. Ich muss ja auch sagen, ich mag Fortnite, aber ich habe es echt lange nicht mehr gespielt. Und bin dementsprechend schlecht. Das würde jetzt implizieren, dass ich vorher gut war, was auch nicht unbedingt der Fall ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dazu eine Theorie. Ja. Weil ich ja eigentlich bin ich Linkshänder, aber mein Leben lang benutze ich die Maus schon mit der rechten Hand. Also die Feinmechanik ist halt nicht da. Oh, Scheiße, hier ist jemand. Revi, ich bin nicht bei dir im Haus. Doch, bist du, aber das Problem ist, wir haben keine Waffe. Also, jetzt haben wir eine Waffe. Ist alles GG. Ich habe zwei Waffen. Stark, wo ist ich der Typ? Falsche. Oh, brauchst du Hilfe? Ich bin down. Wo ist er? Finde ich den nicht? Bei mir im Haus. Oben, hinter dir. Junge Maschine. Aber ich habe ihn schon vorbereitet. Bleib liegen. Ja, Bleib genau da. So ist geil. Wir sind ein bisschen offen hier, ne? Wenn nein. Hochkommt. Kommt nicht. Das hört man doch. Ich habe hier was falsch. Oh, geile Sau, du. Ja, kein Problem. Ich habe leider keinen Heal für dich. Ja, das ist enttäuschend. Ja, ich weiß. Man kennt mich so. Das ist halt immer so, ne? Ja, warte mal, ich brauche mal ein paar Ressourcen. Boah, Alter, hat er mir gegeben, der Penner. Wo ist der? Ah, okay, der baut sich von hinten. Nein, von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Oh Gott, Revi, ich gehe auf Toilette. Nein, Palle, du musst mir hochhelfen. Ja, mach ich. Palle! Revi, die sind alle da, ich muss weg. Ich muss ganz schnell weg. Wohin denn? Ich gehe nach Hause, Alter. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Diese ständige Ballern, das ist auch alles keine Lösung. Palle, nein, warte, hol mich doch hoch. Das ist doch keine Lösung, Alter. Palle! Ich bin weg. Okay, sneak dich zurück, sneak dich leise zurück. Ah, du lebst noch? Ja. Oh, Scheiße! Ja, gut. War jetzt die Aufwärmung. Ich dachte, ne? Der hätte ich gefinisht. Nee, hat er nicht. Ich lag am Boden, hab noch Hilfe gerufen. Junge, das kann einfach nur... Da ist ein Lebkuchen! Wo? Hi! Hier! Hi! Na? Ach, der Skin, ja, der ist ein Süßer, ne? Ja, der ist echt cool. Den hatte Zombie immer, oder hat den auch immer noch. Aber ihr spielt alle gar nicht mehr, ne? Gelegentlich, aber Season 7 habe ich gar nicht mehr gespielt. Oh, da vorne sehe ich jemanden. Oh, Scheiße. Ja, komm mal am besten zu mir schnell, also wenn du kannst, dann... Ja, klar. Oh, hi. Das bin ich, brauchst du auch nicht auf mich schießen, ne? Also, klar, kannst du machen, hast du nur nichts von. Bist du geil dabei, würdest du sagen? Ich bin mega geil dabei. Also jetzt fliegen die Kills. Sehr schön. Wir haben Schneemann. Hier ist noch Medkit für dich. Was bringt der Schneemann? Momentan noch gar nichts. Also du kannst halt anziehen und Schneemänner halt spawnen. Wirkt es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schwach. Guck mal, da liegt noch ein Sniper, Alter. Wenn du willst, gehen wir mal snipen jetzt hier zusammen. Ey, ich hab die M4, Alter. Ich mach alles. Hier war halt irgendwo noch ein Gegner, da bin ich mir sicher. Nee, hier rechts war einer. Ja, richtig, genau. Aber wo ist er? Dann ist der weitergelaufen. Das war ja schon eine halbe Stunde später. Ich hab direkt einen Headshot kassiert. Kompletter Triads. Zwei Triad-Katzen kannst du komplett vergessen. Komm, wir gehen direkt raus. Ne, komm, wir gehen direkt. Nein, ich mach das jetzt, Alter. Wenn ich versteck mich hier unten, Alter. Du hättest mich halt, also, wenn du mich einbauen würdest, dann... Don't! Ich hasse die komplette Spielerschaft dieses Spiels. Ja gut, was mache ich jetzt, Alter? Shotgun und dann einfach warten, bis einer runterkommt und dann einen finishen. Okay, mache ich. Wenn er am Boden liegt, direkt umbringen. Okay. Junge, dass der direkt einen Headshot gibt, Alter. Da ist er. Stark. Digga, direkt Headshot gegeben. Scheiße, die bauen mich ein, Revi. Was mache ich jetzt? Na, komm, oh Gott. Guck dir an, wie sie spielen. Ja, warte, kein Problem. Nein! Scheiße, sie haben die Tür zugemacht! Nein!
Palle! Oh, Taser! Palle! Nein! Ja! Habt ihr einen? Ja! Ah, der, ja, der stirbt, der stirbt, der stirbt! Ja, du hast beide! Ja, Junge! Sehr schön! Palle, so geht man mit Tryhards um. Weißt du, du hast den das Spiel ruiniert. Sehr gut, Alter. Das habt ihr davon nicht geplant. Sehr schön. Es war meine Todesfalle. Es war. Das ist eine Taktik. Jigsaw-Style. Alter, du bringst dich selber um, aber auch sie. Und das ist das Wichtigste, weißt du? Denke ich mir auch. Ich hatte die ganze Zeit einen falschen Skin drin. Was? Jetzt geht's los, Alter. Fischskin. Auf geht's, komm. Ich habe letztens, war das, glaube ich, ein Video. Die sind natürlich immer, ist alles immer ein bisschen überspitzt. Aber bei Worldwide Wohnzimmer, ja, wo das UFO als Fail angesehen wurde. Nein. Ich würde niemals sagen, also jetzt mal wirklich ganz ehrlich, es war ein super Erfolg. Nee, war also es allein nicht. Das Bällebad. Ja, richtig. Wir hatten eine geile Blocks. Zeit. Ich meine, der einzige Fail ist der Channel von TwinTV selber. Nein. Oh, nein, das würde ich so auch nicht sagen, aber... Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch Homie, best ja, Friend. Eben. Gehen wir jetzt mal wirklich... Okay. Wir pushen jetzt nicht blindlings drauf, wir gehen jetzt richtig vorsichtig vor, weißt du? Okay. Das ist immer das Ding, man pusht immer aggressiv und dann kriegt man direkt am Sack, Alter. Nee, diesmal das nicht. Stimmt. Diesmal nicht. Weißt du, was mich... Ich hätte, am liebsten hätte ich auf PlayStation Fortnite spielen lernen sollen, wirklich. Warum? Ja, da laufen viel mehr, Eierköpfe rum. Weißt du, das musst du ja mal so sehen, rein rechnerisch. So ein guter Gaming-PC kostet ja mindestens 1000 Euro, ja? Ja. Oder 800 oder sowas, so. Und wenn du ja scheiße im PC spielen bist, dann kaufst du dir keinen vernünftigen PC, weißt du? Ja. So, das heißt, meine Theorie ist, dass am PC deutlich mehr Schwitzer und bessere Spieler unterwegs sind, als halt auf anderen Endgeräten, wie zum Beispiel der Konsole, weißt du? Oh, aber sind nicht auch auf der PlayStation gute Leute da? Ja, safe, auf jeden Fall, auch, aber halt auf der also auf dem PC gefühlt auf jeden Fall mehr. Also ich kann dir sagen, halt im Nachbarhaus sind auf jeden Fall Menschen. In welchem Nachbarhaus? Da vorne, wo ich die Granaten hingeschmissen habe. Oh, okay. Da liegt aber eine Shotgun, Alter. Müssen wir da mal rüber. Komm, wir gehen mal da rüber. Kommst du mit? Worüber? Hier. Ach, da hinten. Ja. Ich bin hier. Ich sollte einfach die Ansagen machen. Die sind präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Wahrscheinlich hast du sogar recht. Wie so eklige Hunde warten wir jetzt hier. Und dann, wenn die beiden nämlich im Battle sind, dann kommen nämlich wir. Weißt du? Die werden sich irgendwann auch noch hier. Die werden auch noch irgendwann fighten. So, einer ist bei N unten in dem Haus und einer ist bei NW. Guck mal, so genau. Wenn die jetzt nämlich gleich fighten, Alter. So, der hat schon mal zwei Hits von mir bekommen. So, jetzt nicht zeigen. Das ist nämlich jetzt der Trick, weil der wird jetzt gleich von der anderen Seite weggeholt, weil der hat nämlich wieder ein Jagdgewehr. Und so wie ich mein Glück kenne, kriegt er einfach einen Headshot von dem. Wir warten jetzt einfach. Weißt du, wir jetzt mal richtig eklig hier spielen. Der eine Typ aimt mich sogar ab. Ist auch wieder eine Katze, die mich hier so versucht zu pieken. Aber jetzt kommt nämlich Folgendes. Jetzt wird nämlich der Gegner gegenüber gepusht und die Katze ist gleich unachtsam. Und dann wird sie auf ihn aimen. So. Und jetzt gleich können wir jetzt nämlich einmischen. Jetzt können wir nämlich hin. Okay. Jetzt? Ich würde sagen jetzt, ja. Let's okay. Weil du schießt auch noch da oben. Nee. Oh Gott, bei mir kam gerade irgendwas angeflogen. So, guck mal hier. Die haben sich nämlich jetzt schon mehrfach da hinten abgeschossen. Jetzt müssen wir nämlich dahin. Ich habe dir nämlich schon ein paar Hits gegeben. Ja, ich sehe einen bei N. Oh Gott, im Haus. So, guck mal, der hat schon zwei Headshots von mir bekommen. So, und jetzt müssen wir einfach hier hoch. Ja, moin, Digga, meine Schüsse. Aber sehr stark. So, dein Teammate ist da oben. Palle, hast du, komm, hast du. Ja, hab ich. Alter, sehr stark, sehr stark. Junge, du carries mich hier gerade, wa? Ja, kein Problem. Ich treffe aber auch nicht, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas ist hier anders, mein Aimbot ist aus. Egal. Ich bin immer für dich da, Bro. Danke dir, danke dir. Ehrenmann, Ehrenpaluten. Klar, Diggi. Junge, ich bin komplett raus, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich glaube, das Koffein macht mich einfach dumm. Ja, du bist einfach nervös, dass du mal wieder mit mir spielst. Ja. Wie ist das? Ich will halt abliefern, Alter. Ich die Schnee hier schon wieder sehe, könnte ich nur wieder kotzen, Alter. Kommt wieder Erinnerung hoch. Wieso? Haben sie wieder hier die Zombies reingebracht in Fortnite, das hat keinem gefallen, ne? Echt? Ja, okay. die waren nervig, du. Aber der Schnee ist doch cool, also Schnee ist an sich doch cool. Flugzeug. Okay. Hinter uns. Direkt über unser Flugzeug. Ich seh's. Ach, da. Sehr gut. Alter, Destroy of the Machines. Ja, bin ich. So kennt man mich. Der Typ ist hier unten irgendwo gelandet. Na komm, wir laufen erstmal in die Zone rein, Alter, weißt du? Okay. Dann snacken wir uns den Boy. Ja, kein Problem. Der wird nämlich auch gerade beschossen, weißt du? Jetzt können wir nehmen. Okay, Palle, jetzt deine Entscheidung. Sollen wir da uns einmischen oder nicht? Was sagst du? Ah, ja klar, Brudi. Was? Meine Schüsse fliegen einfach durch und durch? Junge, mir reicht's. Ich bin raus. Aha, geht doch. Hast du einen? Nee, das nicht, aber ich hab einen gehittet. Pass mal auf, lass mal weiterlaufen in die Zone rein trotzdem. Weil die okay, okay, erstmal, okay, okay. Die okay. Muss nicht da erstmal battlen, ja, aber ich werde werd hier attackiert. Ja, lauf weiter, komm. Ja, aber der macht mich ja platt. Also bin ich einfach ein Bot? Komm, Palle, let's go. Zone. Weil die werden nicht das gleiche Problem haben wie wir. Wir müssen nämlich auch in die Zone, weißt du? Ja, das stimmt. Und das spielen wir jetzt gegen die aus, gegen die Ekligen. Da von links hier Richtung S. Da unten ist einer. Geschossen. Bei N. Unten bei N. Müssen wir den ran pushen, oder? Traust du dich, Alter? Ja. Oh, der baut sich da so ein bisschen ein, ne? Fällt jetzt runter?
Fabian. Ja, elegant. Sehr schön. So, weiter, komm, weiter. Aber hatte er kein Home? Oh. Nee, der war direkt tot. Das könnte was werden, Alter. Das gibt was. Ich sag's dir. Ja, glaubst du doch nicht ernsthaft. Hör mal auf jetzt, Alter. Du musst motiviert sein, Junge. Das läuft doch hier wie geschmiert, Alter. Darf man aber auch nicht safe callen, ne? Hinter uns? Ah, ja, au. Ah, ja, den sehe ich. Komm einfach mit. Scheiße, da höre ich irgendwas. Es sind überall Leute. Ja, okay, das ist unangenehm. Einfach weiter. Komm in die Zone rein. Okay. Hier den ganzen Matz noch mitnehmen. Okay. Ja, wahrscheinlich da unten. Flugzeug irgendwo. Über uns direkt. Okay, die beiden haben richtig viel Schaden bekommen vom Flugzeug. Wow, hier ist direkt einer bei mir. Die laufen ja beide hoch. Hey, das kann doch nicht sein, dass die so... Einen? Ja, der eine war super laut, der andere kommt jetzt. Ich bin so gelasert worden, ich Trottel. Der Typ kommt jetzt zu mir und findet mich. Oh, ja, warte. Ja, der kommt, der pusht dich. Maschine, nein! Nein! Ich habe auch extrem schlecht gespielt, habe ich heute, wirklich. Man kann ja nicht immer performen. Du musst es positiv sehen. Das war heute extrem schlecht von mir, meine Freunde. Ich entschuldige mich an der Stelle. Also ich habe gerockt, Leute. Palla hat das Ding heute gecarried. Road to Glory startet ab heute. Ich küsse eure Augen, schaut mal Paluten vorbei. Es tut mir leid, dass ich heute nicht abgeliefert habe. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.